Okay. Ruf bei Trutzbucht hat sich verbessert. Jetzt ist die aber wahrscheinlich stinkig auf uns. You return. What if you come seeking this time? Ich habe im Hinterzimmer eine Gruppe von Leuten gesehen. Sie glucks, ich hoffe, du hast sie nicht gestört. Sie einzufangen ist recht mühsam. Dann gehe ich mal lieber wieder. Okay. And what does the flame reveal? Gucken wir mal hier noch nach Geheimnissen. Hier gibt es keine Geheimnisse. Sicherer Hafen. Ah ja, tatsächlich im Mausoleum der Familie. Dann gehen wir da mal hin. Okay, das Mausoleum. Ist das da? Und jetzt ist es auf einmal offen. Tatsächlich, da ist sie. Au. Das tat weh. Tüdelü. Selbst im Mausoleum sollte man nach Fallen suchen. Nice and quiet. Da wissen wir schon mal, dass keine dran ist. Komm, entdeck die Falle. Dann reden wir erstmal mit ihr. Ein kleines Mädchen taucht den hinteren Teil des Grabs. Ihr Gesicht ist dreckverschmiert und selbst in den Schatten siehst du, dass sie viel zu dünn ist. Sie beobachtet dich mit angehaltenem Atem. Es ist alles gut, du bist hier in Sicherheit. Du bist in Sicherheit. Sie kommt langsam in den Schein der Kerzen. Ihre Kleider sind noch nur noch schmutzige Fetzen, aber der zerrissene und fleckige Stoff sieht aus wie bestickte Seide. Du musst leise sein. Lärm lockt die hungrigen Leute an. Madicho, wie konnte sie hier überleben? Ich heiße Sela, versteckst du dich auch vor ihnen? Sie beobachtet den Eingang mit weit geöffneten, vorsichtigen Augen. Wer sind die hungrigen Leute? Sie flüstert und ihre Augen sind rund vor Schrecken. Die da draußen. Sie schlafen nicht und sterben nicht, aber sie essen. Was ist mit dir geschehen? Sie blickt an, wie sie die Ferne. Ihre Beine fangen an zu zittern. Du hast Angst und warst lange hier gefangen. Versuch dich zu erinnern, was du davor gesehen hast. Sie atmete tief und schaut auf den Steinboden. Es gab einen gewaltigen Lärm, ein Licht am Himmel. Jeder dachte, es wäre ein Gewitter. Aber dann fingen die Leute an, aufzuwachen, nachdem sie gestorben waren, meinte ich. Sie wringt ihre zerfetzten Ärmel. Mutter und Vater und Emilio haben die Tür zugenagelt, aber die hungrigen Leute haben unser Haus gefunden. Sie fingert immer nervöser an ihren Kleidern herum. Sie haben gekämpft, aber die hungrigen Leute stehen immer wieder auf. Sie haben die Tür eingebrochen und Mutter hat gesagt, ich solle mich verstecken. Also habe ich mich hier versteckt.
aber die Türe wurde eingeklemmt und ich wusste nicht, wann es draußen wieder sicher ist. Wo ist deine Familie? Im Haus. Mutter hat gesagt, ich solle mich verstecken und niemand einlassen. Da habe ich viel Lärm gehört, sie haben gekämpft und geschrien. Ihre Augen werden glasig. Und dann sagte Mutter, ich solle die Tür wieder öffnen, aber sie klang nicht wie sie. Du bist Seda, ich habe in einem Haus einige Darguls gesehen. Die Augen des Mädchens weiteten sich. Du hast Mutter und Vater und Emilio gesehen? Wie bist du hingekommen? Das sind nicht mehr deine Eltern. Sie spielt an ihrem Daumennagel herum und beobachtet dich. Sie nickt langsam. Du musst hier weg. Ist es sicher? Sind die hungrigen Leute da draußen? Es ist immer noch gefährlich, aber der Weg zum Haupttor sollte frei sein. Lauf. Ich lasse mich nicht fangen, versprochen. So, Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Nice and slow, huh? Okay, das hier war sicher. Aber hier ist eine Falle. Hey. Komm schon, irgendjemand muss diese Falle doch entdecken können. Ja. Irgendwie niemand. Ja. Gib mal die Wahrnehmungshandschuhe an ihn. Nimmt er dann die Falle wahr? Fenris kann das Ding leider nicht öffnen. Au. Okay, ich glaube, die Falle, die... Was zur Hölle? Eine schillernde Skarabäus-Figur. Hatten wir sowas nicht schon mal? Jetzt ist sie wahrscheinlich irgendwo hier drin gelandet, hä? Das hat auf jeden Fall ein bisschen wehgetan. So, heil ihn mal ein bisschen. Ganz ehrlich, wo ist die Skarabäus-Figur gelandet? Ich hatte sie doch gerade eben... Ne, im Inventar von keinem. Da ist sie ja. Nee. Schriftrolle der Verteidigung. Das hier sind alles Verbrauchsgegenstände. Oh, nebenbei Handwerk. Können wir was kochen? Bauernaufstrich. Könnten wir zweimal herstellen. Eine Duck-Rinderbraten. Rauteikekse, ein Eintopf, könnten wir einmal. Wir könnten ein paar herzhafte Pasteten oder eine Süßpastete herstellen. Ich würde sagen, wir stellen dreimal den Duck-Rinderbraten her. So, Essen kommt zu Durenz. Das da kann weg. Gut, dann wäre das geklärt. Und wir sind im Erbhügel fertig. Bis auf das Tor da unten, aber da kommen wir nicht rein. Also ja, das Tor in den Turm.
Wobei ich fast schon die Befürchtung habe, dass der Turm Main Quest ist. Ja, die gewaltige Steintür des Turmes ist versiegelt und es gibt keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Das heißt, wir ziehen uns jetzt zurück. Gut. Also sind wir bis auf die Main Quest in Trutzbucht eigentlich fertig. Ich würde eigentlich gerne mal wieder in unserer... Oh. Da ist der nette Mann, der mir geholfen hat. Und dem eisernen Arm sei Dank dafür. Wir kümmern uns in der Burg um dich. Ruf bei den Schwertstiegelrittern und den Trutzbucht hat sich verbessert. Wir sind jetzt ein Held. Sehr schön. Welcome. Das hat uns einen guten Boost gegeben. Das heißt, ich gucke jetzt noch mal ins Urfeuer, in die Archive, ob wir jetzt Zugriff kriegen auf die, auf Eddas Unterlagen, beziehungsweise die von Eddas Bruder. Und eigentlich würde ich ja gerne, bevor wir die Hauptqueste machen, einige Sachen erledigen. Wobei ich am Überlegen bin, wie und was am besten. Hier hoch. Oh, ein Zwergenschmelztiegelritter. Viele Schmelztiegelritter. Herr Archivar. Good day, Stranger. Ich suche nach den Militärregistern. Bla bla bla. Zum ersten Mal wendet er dir seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu und seine Augen flackern anerkennt. Natürlich, dieser Grundsatz gilt für die Allgemeinheit. Ausnahmen können für jene gemacht werden, die ihren Wert bereits unter Beweis gestellt haben. Er schaut zu einem Regal hoch, zieht einen dicken Wälzer hervor und befreit ihn mit der Hand von einer Staubschicht. Die Namenslisten stehen vorne, die Listen der Gefallenen hinten. Er gibt das Buch Edda in Eddas ausgestreckte Hände. Edda blättert das Buch einige Zeit unruhig durch und fährt mit seinen dicken Bauernfingern Seite um Seite von Namen hinunter. Dann endlich stoppt seine Hand und seine Finger kommen unter einem Namen zur Ruhe. Woden Talish, died 18 Majaverno, 2808. Third Battle of Cleobon Relock. Blazing Glanfather names, I swear. Woden Talish. Gefallen am 18. Majiverno 2808. Dritte Schlacht von Cleben Relock. Verdammte glaphatarischen Namen, ich schwöre ich. Er hält kurz hin und seine Augen quellen etwas hervor. Sie suchen vor und zurück, immer und immer wieder. Raid Saras? I'll be the effigy. He fought for Raid Saras. Why did he fight for Raid Saras? Beim Bildnis, er hat für Raid Saras gekämpft. Er starrt mit offenem Mund auf die Seite, bevor er dich plötzlich anschaut. Warum hat er für Raid Saras gekämpft? Er hatte sicherlich einen guten Grund. Ich auch. Während er auf die Seite starrt, ist er kreidebleich geworden. Ich auch. We gotta go there. That battlefield. Clear. The one I said. I don't know how else I'm gonna make sense of all this. I gotta see what he saw. Edda wirft dir einen seltsamen Blick zu. Wir müssen dahin gehen, zu dem Schlachtfeld, das ich erwähnte. Ich weiß nicht, wie ich sonst noch daraus schlau werden sollte. Ich muss sehen, was er sah. Who knows? Maybe his spirit will even be there and you can have one of your weird talks with him. Even worth trying, right? Wer weiß, vielleicht ist sein Geist sogar immer noch da und du kannst
eines deiner grusigen Gespräche mit ihm führen. Ist doch ein Versuch wert, oder?